Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Thema Waschmaschine läuft nicht mehr. Und zwar hatten wir bei uns die Situation, wir hatten die Waschmaschine nicht wie hier, sondern an einer Küche angeschlossen. Die Küche wurde ersetzt und danach musste die Waschmaschine wieder angehängt werden. Und als wir sie wieder angehängt hatten, respektive der Sanitär, funktionierte diese nicht mehr. Wir haben absichtlich einen Sanitär das Ganze installieren lassen, damit wir auf der sicheren Seite sind. Und nachdem der Sanitär das installiert hatte, hat es leider nicht funktioniert. Er hat uns gesagt, ja, es kann sein, dass der Motor der Maschine defekt ist, aber wir sind von einer anderen Ursache ausgegangen und ich möchte euch kurz sagen, was ihr überprüfen müsst, bevor ihr die Funktion des Motors testen könnt. Und zwar bei uns war es so, dass wir einen Abwasserschlauch montiert hatten, der relativ kurz war. Hier ist das jetzt eigentlich gut gelöst, also hier haben wir Zuwasser, das ist ja kein Problem, wie man sieht, da hat es genug Länge. Und das gleiche eigentlich beim Abwasserschlauch, da ist es wirklich wichtig, dass ihr genug Länge habt. Bei uns war es so, dass der sehr kurz war und der Sanitär hatte keinen anderen Schlauch zur Verfügung und hat der vorhanden war, installiert. Und der war so kurz, dass er eigentlich sehr stark gespannt war und das war bei uns eigentlich die Ursache, dass er nicht funktioniert hat. Der Sanitär hat gesagt, das hatte er noch nie, das kann nicht sein. Wir haben ihn aber trotzdem gebeten, einen längeren Schlauch zu montieren und er hatte da einfach auf den Motor verwiesen. Aber siehe da, als er den Schlauch getauscht hat mit einem längeren, hat es funktioniert. Also da wichtig, nicht einfach nur auf die Meinung des Experten hören, sondern wirklich schauen, was bei der Installation eine Fehlerquelle sein könnte und dann sicher eben schauen, dass der Abwasserschlauch nicht zu fest gespannt ist. Und siehe da, bei uns hat dann die Abwaschmaschine wieder tadellos funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr gerne schreiben. Sonst wünsche ich euch viel Spaß beim selber installieren oder den Fehler suchen. Und ja, hoffe, dass es bei euch auch nicht allzu teuer wird. Dankeschön und einen schönen Tag.